Stefan Liebig hat das Wort für die Fraktion Die Linke. Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren! A100 stoppen, Betonköpfe abwählen. Das war das Wahlplakat, was Bündnis 90 Die Grünen die letzten Wochen an den Berliner Straßenlaternen aufgehängt hat. Und als wäre es nicht genug, Volker Ratzmann hat noch eine Schippe oben raufgelegt. Für die, die das nicht wissen, Volker Ratzmann ist der Berliner Fraktionsvorsitzende von Bündnis 90 Die Grünen. Er hat klar und deutlich gesagt, wir werden keinen Koalitionsvertrag unterzeichnen, der den Weiterbau der Stadtautobahn A100 zum Inhalt hat, vor den Wahlen. Und dafür gibt es gute Gründe, und da unterscheide ich mich ganz ausdrücklich von den Vorrednern, denn die mit 420 Millionen Euro für 3,2 Kilometer teuerste Autobahn Deutschlands, die braucht kein Mensch. Aber nun die Überraschung. Seit vorgestern sagt der gleiche Volker Ratzmann und die Spitze von Bündnis 90 Die Grünen in Berlin, das Projekt 16. Bauabschnitt der BAB 100 wird nicht grundsätzlich aufgegeben. Schneller sind selten Wahlziele über Bord geworfen worden als bei den Grünen in Berlin. Aber man hätte es sicher denken können. Autobahn A281 in Bremen, Elbvertiefung und Kohlekraftwerk Moorburg in Hamburg, Hochmoselbrücke in Rheinland-Pfalz. Vor den Wahlen grüne Worte, nach den Wahlen Beton. Na klar, Herr Hofreiter hat es mir eben schon zugerufen und er hat da völlig recht. Na klar, wir bedauern es, dass wir wegen 1,5% Verlust der Stimmen und wegen 2,5% Verlust der Stimmen bei der SPD nicht unsere erfolgreiche 10-jährige rot-rote Politik fortsetzen können. Das bedauern wir, da rede ich nicht drum rum. Aber, und darauf müssen sich Bündnis 90 Die Grünen im Bund und auch in Berlin einstellen, wir wollten regieren, jetzt sind wir Opposition und das können wir auch. Sie haben keine regierende Bürgermeisterin Künast durchbekommen. Sie sind nicht stärkste Partei geworden. Sie sind nicht mal zweitstärkste Partei geworden. Aber immerhin haben Sie jetzt noch 1-2 Stimmen Mehrheit, um endlich zu regieren, und das offenkundig um jeden Preis. Sie kennen das Geschäft, wir kennen das Geschäft. Alles, was Sie den Berlinerinnen und Berlinern versprochen haben, sind nun die Pfeile im Oppositionsköcher. Und ich zitiere daher sogleich die ehemalige Spitzenkandidatin der Grünen in Berlin, Franziska Eichstätt-Bohlich, die 2003 hier als Koalitionsabgeordnete im Deutschen Bundestag gesessen hat, als Herr Wegner hat es gesagt, Herr Staatssekretär Mücke hat es gesagt, als die rot-grüne Bundesregierung mit Renate Künast zusammen den Bundesverkehrswegeplan mit vordringlichem Bedarf für die BAB 100 beschlossen hat. Im Mai 2009 saß ich mit Frau Eichstätt-Bohlich im Abgeordnetenhaus und da sagte sie Folgendes. Jetzt das Wichtigste, das Versteckspiel gegenüber dem Bund. Der Bund baut keinen Meter Autobahn, den nicht das Land plant, beantragt und einfordert. Insofern kann sich Berlin nicht hinter dem Bund verstecken. Die Verantwortung für die Planung, für die Entscheidung, das liegt alles zu 100% bei Berlin. Und der Bund nimmt der Stadt auch nicht ab, dass wir für diese Entscheidung verantwortlich sind. Da sollten Sie sich nicht verstecken. So Frau Eichstätt-Bohlich, und da hatte sie vollkommen recht. Und so ist es. Deshalb sollte sich der neue rot-grüne Senat jetzt auch nicht hinter dem Bund verstecken, sondern wie es Volker Ratzmann vor den Wahlen angekündigt hat, klar und ehrlich sagen, was er will. Stattdessen eiert der Berliner Grünen-Chef Daniel Wesner nun herum und sagt, wir haben es uns nicht leicht gemacht und gibt zu, klappt die Umwidmung nicht, wovon alle ausgehen, das ist eben noch mal bestätigt worden, dann wird die A100 auch gebaut. Ich kann da dem CDU-Vizevorsitzenden von Berlin, Herrn Heilmann, nur recht geben, der zu diesen Ergebnissen gesagt hat, wenn ich das richtig verstehe, was da vereinbart wurde, haben die Grünen all ihre Kernpositionen aufgegeben. Und Herr Ratzmann hat vor den Wahlen öffentlich vermutet, dass sich die SPD einen späteren Verzicht auf den Ausbau des Teilstücks teuer abkaufen lassen werde. Er hat gesagt, Wovereit will schon jetzt sein Konto für Koalitionsverhandlungen auffüllen. Das habe ich auch gedacht, nur umgekehrt. Ich kenne Klaus Wovereit ja gut, das passt zu ihm. Nur leider, jetzt haben Sie Ihr Kernthema verkauft und man fragt sich, was haben Sie dafür eigentlich bekommen, außer eine Kartoffelsuppe? Im Antrag für die Landesdelegiertenkonferenz am Freitag kann man lange nach weiteren konkreten Ergebnissen suchen. Die einzige konkrete Aussage ist die zur Bundesautobahn A100. Und das ist für Berlin tatsächlich eine schlimme Entscheidung. Aber ehrlich gesagt, es bleibt noch im Dunkeln, was Sie dafür ausgehandelt haben, wenn Sie irgendetwas dafür ausgehandelt haben. Und das ist mir nun tatsächlich wichtig und ehrlich
ehrlich gesagt auch wichtiger als diese Straße. Es ist etliches in Berlin in Gefahr. Sagen Sie doch mal, bleibt es bei der Sicherung der Unternehmen der öffentlichen Daseinsvorsorge oder kehrt Berlin zurück zur Privatisierungspolitik der 90er Jahre? Bleibt der öffentlich geförderte Beschäftigungssektor oder gibt es künftig bei den Jobcentern wieder nur noch 1-Euro-Jobs? Bleibt das Sozialticket zum halben Preis der Umweltkarte oder werden künftig S-Bahn-Strecken an Private ausgeschrieben? Bleiben die öffentlichen Gemeinschaftsschulen, in denen die Schüler von der ersten Klasse bis zum Abitur lernen können, oder setzt der neue Senat wieder auf Privatschulen und Gymnasien? Das sind die Fragen, auf die die Berlinerinnen und Berliner gerne eine Antwort bekommen hätten. Und ehrlich gesagt wäre es schön gewesen, wenn die Spitzenkandidatin heute einmal noch demonstriert hätte, dass sie sich ein bisschen für Berliner Landespolitik interessiert und darauf eine Antwort gegeben hätte. Ich bedanke mich.